Gerade in unseren Kreisen hier in Mitteleuropa kann man das Radfahren an sich ja nur einige Monate oder zumindest die Hälfte des Jahres, circa die Hälfte des Jahres genießen. Vor allem, wenn man in den Bergen groß geworden ist, weiß man, dass es vor Mitte, Ende April nicht gut aussieht mit dem Radfahren. Unten im Flachen natürlich doch etwas besser. Aber wir haben ganz, ganz andere und vielleicht noch bessere Möglichkeiten, um unser Training zu steuern, als vielleicht die Süditaliener oder Südspanier. Vor allem November, Dezember, das ist immer die Zeit, die ich als Profi dazu genutzt habe, dem Körper das zu geben bzw. wieder Gutes zu tun, was ich irgendwo übers Jahr versäumt habe. Als Radprofi hat man einfach nicht die Möglichkeit, gewisse Sachen muskulärer Natur oder was den Bewegungsapparat betrifft, auszugleichen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, vor allem in der Winterzeit auf den Körper zu schauen, zu pflegen, sich und alle seine Muskeln einfach das auszugleichen, wo man Defizite hat, sprich sich eben damit zu befassen, viel, viel Gymnastik zu machen, vor allem für den Rücken, für die Schultern und auch für den Bauchbereich, denn gerade das sind die Stellen, die man übers Jahr hinweg, sprich über den Sommer, total vernachlässigt.